Die schreiende Tür. Da war ich doch vorhin schon. Okay. Stecken und speichern. Die schreiende Tür hätte aber auch schreien können. Also, wie vorhin schon erwähnt, hier gibt es keine Karte. Das heißt, wir sind hier völlig orientierungslos. Was ja eigentlich auch der Realität entspricht, weil wir haben ja auch... Ach du Scheiße! Nein! Hilfe! Warte, von der zweite. Na toll. Zum Glück hinter der schreienden Tür versteckt und gespeichert. Da sitzen wir drin in der Kiste. So. Ne, ich muss nichts essen. Da war also ein Wächter. Der schläft nicht. Hallo. Ich will mich verstecken. Oh, Mann. Weißt du was? Ich renne nicht einfach an dir vorbei. Nein, nein. Bin zu spät. Ja. Zu spät. Bleibt der jetzt da stehen? Kann ich den mit dem Stuhl hier K.O. hauen? Damit kann ich kämpfen. Oh! Ich hab gedacht, ich kann damit kämpfen. Shit. Okay. So. Erstmal was essen. Typ da aber auch, ne? Das sind Flaschen. Ah, mit den Flaschen kann ich einen K.O. hauen. Flaschen kann ich einen K.O. hauen. Nein! Wo bist du? Wo bist du? Thank you.
Oh no! Jetzt habe ich keine Flaschen mehr. Ach jo. Jo, besieg mich. Mm. Kann ich auch im Versteck essen? Ja. Die Flaschen stehen wieder da. Gut. Und jetzt? Wir haben die Tür aufgemacht. Komisch, hier spukt's wohl. Jetzt muss ich ihn nur noch... Aber wenn ich ihn mit der Flasche abschieße, dann ist es ja so wie vorhin, dass der nur K.O. ist. Und dann aber wieder aufwacht. Ich frag mich, ob ich... Da steht der Tilo. Zellenliste. Ah, jetzt. Name: Bar von Nils. Wache: Diebstahl und Ruhestörung sind seine Straftaten. Nein, zu spät. Shit! Nein! Hilfe! Ich will... Das ist so blöd, aber nicht kämpfen kann. Verdammt. Ich sterbe ja öfter wie in Ori. Das gibt's ja nicht. Bloß aus einer anderen Perspektive. Wer steht da noch? Ich glaube, also jetzt wissen wir, wer das ist. Ohne Schlüssel kommt man hier nicht weiter. Die Tür ist ja auf. Jetzt muss ich eigentlich warten, bis der da weggeht. Und dann schleiche ich mich darüber. Alles verschlossen. Alles verschlossen. Man braucht sich Schlüssel. Ich glaube, wenn man den Generalschlüssel hat, dann kommt man vielleicht wieder weiter. Ja, jetzt läuft. Aber jetzt guckt man durch dieses Guckloch durch. Ich glaube, der läuft da immer hin und her, ne? Ach ja. Ich warte, bis der wieder zurückläuft. Oh.
Auf Steam stand übrigens irgendetwas von einer Spielzeit von rund 10 Stunden oder so, glaube ich. Habe ich das jetzt bei dem Trolls-Spiel gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich höre nicht, sehen aber nicht. Jetzt weiß ich, wie sich so eine Maus fühlt. Immer auf der Hut. Oder Katze. Vor irgendwelchen Menschen. Oder anderen Feindtieren. Oh, das ist ja furchtbar creepy irgendwie. Setzen muss, damit ich weiterkomme. Da hängt ein Schlüssel. Okay, ich gehe mal speichern. Und dann gucke ich, was das für ein Schlüssel ist. Schlafen. Du bist nicht müde. Du kannst schlafen, wenn du in Sicherheit bist. Ich befürchte fast, dass man den außer Gefecht setzen muss. Der immer da hin und her patrouilliert. Also. Oh, nee. Kann man nur so schlecht sehen. Was bewacht der hier überhaupt? Diese komische Küche hier? Oder warum läuft der hier hin und her? Ich glaube, man muss den vielleicht habe ich hier nichts mehr zum außer Gefecht zu setzen. Ich glaube, man muss den Schlüssel runterschießen. Ja. So, jetzt speichere ich. Na komm schon. Aber dass der mich da nicht sieht, das Schwänzel. Der Schlüssel liegt jetzt mal. Dann hole ich den Schlüssel. Speicher wieder und dann gucke ich, was weitergeht.
habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Jetzt, was ist das für ein Schlüssel? Schlüssel für die flehende Tür. Wo ist die, was ist die flehende Tür? Gute Frage, ne? Ist es? Es ist aber auch gar kein anderes Geräusch. Es sind keine Musik da. Es gibt keine Musik. Nix. Warnung. Der Mechanismus der Zugbrücke ist äußerst empfindlich. Eine Reparatur durch den Schmied ist erforderlich. Mit Vorsicht, Hand zu haben. Ach du Schande. Oh nein. Ich glaube, das ist so ein... Ja, es ist ein Rätsel. Wieder mal. Ganz einfach. Es gibt keinen Speicherpunkt. Ah, eine Laterne. Ah, dann gehen wir mal speichern. Das ist übrigens auch, was mir so gut gefällt bei manchen Spielen. Die kreativen Speicherpunkte, also man soll sich ja da drin oder man soll sich ja drin verstecken können. Man kann da die Banner wegbrennen und dann ist verbirgt sich vielleicht was dahinter. Das ist interessant. Aber man, es ist auch ein Speicherpunkt. Jetzt haben wir eine Laterne. Der Laterne machen. Eine Öllaterne. Ah! Das ist ja von Vorteil. Die Laterne ist jetzt wieder voll. Diese Banner auch eine Öllaterne wegbrennen. Ne, Kerzenhalter. Okay. Halt. Das ist nix. Jetzt ist halt die Frage, wozu brauche ich eine Öllaterne und wie komme ich da?
Wie geht's weiter? Nee, an dem kommt man nicht vorbei. An dem kommt man so nicht vorbei. Ich hoffe, die Spielemacher hatten die gleiche Idee. Ja, sie hatten die gleiche Idee. Ach du... Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Scheiße. Ach da, wo ist diese blöde Truhe? Wo ist diese Truhe? Shit! Ich hab mich verirrt. Oh, da ist der wieder. Ach nee. Bin ich jetzt so weit zurückgerannt? Jetzt natürlich. Ja. Ach Mann. Dem komme ich jetzt gar nicht mehr vorbei. Wie soll ich denn den jetzt? Ist ja die Tür hinter ihm. Aber da war ja noch jemand.
auch nicht mit Geld bestechen kann, irgendwie. Stehen. Das eine Flasche. Aber bis ich die hab, hat der mich. Und dahinter ist ja nochmal eine Wache. Wenn ich da gleich runterspringe, komme ich auch. Kann der nicht einfach schlafen? Türen und die vielen Schlüssel, wo wir noch brauchen, lassen mich befürchten, dass wir noch lange in dem Ding bleiben müssen. Also in dem Verlies-Dings. Ist da hier irgendwas? Nee. Aber der sieht uns doch. Wenn ich jetzt die Flasche nehme, der sieht uns doch. Ja. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hallo, ich geh weiter. Hallo. Ich bin's da. Ich kann mich da verstecken, weil der. Der zweite ist ja auch da. Scheiße. Das war jetzt goldig. Das war jetzt. Ah, nee, die sind zu nah. Verdammt. Oh, mein Ohr. Das ist ja. Ich bin ein Gefangener. Ich meine, wo ab der Flucht ist, wo soll ich eine Waffe herkriegen? Ah, nee.
Oh. Da wird es auch gar nicht weitergehen. Da wird es auch nicht weitergehen. Es sei denn, der zweite Wächter hat ein, da ist der andere Wächter. Einen Schlüssel, aber den müsste ich dann außer Gefecht setzen. Oh Mann, Peter. Ja, kratz dich mal am Hintern. Ist die Flasche da? Mann! Jetzt wacht der andere wieder auf und jetzt haben wir dieselbe Situation wie vorhin. Oh. Bei dem seinen Schlüssel habe ich ja schon. Wie ist denn das jetzt gange? Ich bin auf dem Kopf gesprungen. Aber ich müsste einen anderen Pferd jetzt vorbeikommen. Aber wie? Heute. Müsst ihr auch noch arbeiten. So, jetzt stehe ich dazwischen. Mann! Ja, der Hintern juckt. Oh, Menno! Tilo.
wenigstens in diese Truhe könnte und verstecke und an der Stelle speichern. Oh Mann! Ich komme irgendwie nicht weiter. Kann ich an den irgendwie vorbeischleichen? Jetzt gucke ich mal. Mehr wie. Nee. Er sieht mich dann so weit. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Flasche ist wieder da. Die Flasche für den Typ da gebraucht. Aber wie soll's denn doch weitergehen? Ich hätte die Flasche für den gebraucht. Ja. Den außer Gefecht setzen, Schlüssel. Und dann. Und dann da durch. Das ist. Verlies Generalschlüssel. Aha. Das hier ist. Nix. Das hier ist. Ah, nix. Es geht nicht weiter. Ich weiß nicht, wie. Was ist das? Ich geht weiter. Hier geht's ums weiter.
Ja, ich nehme noch auf. Ich muss mich halt jetzt da umgucken. Deren Schlüssel. Der geht aber auch nicht weiter weg, ne? Wenn ich jetzt da rausgehe, hört er mich doch gleich. Verdammt. Oh, ist das verzwickt. Und was hat jemand gesagt? Nö, das ist nicht schwer. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab den Generalschlüssel. Juhu! So, ich habe zwischengespeichert. Ich stell mich mal hier drauf. So, das war, stürmische Gewässer. Ghost of a Tale. Ghost of a Tale. Teil 1. Ein sehr langer Teil. Vielleicht ist es auch in mehreren Teilen aufgeteilt. Ich habe jetzt den Generalschlüssel. Juhu. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Ich freue mich. Es passt ja zur dunklen Herbstjahreszeit, solche Spiele zu spielen. Und bis jetzt gefällt mir es recht gut. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Der Thilo, der kratzt sich jetzt hier noch ein bisschen am Hintern, ja. Es ist schon schön gemacht. Guckt euch das mal an. Schon schön gemacht. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir brechen dann aus unserem Gefängnis aus. Bis dann. Macht's gut. Kipp Supernova over and out.